Meeks, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlo, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Ich muss mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlo. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Hab da was, das Sie gebrauchen könnten. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht.
Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den Sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abregelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Und Gemini Exoplanet Solutions. Haltestelle für Sixon Communication Technologies. Ich bin im Systec-Turm. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet.
Grenzschutzsammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instandhalten könnten. Und voilà, Chaos. Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Sie behalten die Geheimnis im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht.
Ja. Für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlösen. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Zugang verschlossen. Verstehe ich, Ripley. Sie behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Vorratsspeicher verschlossen. Okay.
Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ricardo, ich verstehe, Server hat die Sektion verschlossen. Aber das ist gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfahrt. Leise. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tethys, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Das muss nicht eskalieren. Impressum unserer Androiden reinigen. Fragen Sie bei Sixen.